Wir sind der Entsorgungsbetrieb der Stadt Dorsten und sind in ganz vielen Bereichen für Sie tätig. Der Wertstoffhof ist ein Teil vom EWD. Wir sind hier für die Sortierung zuständig. Die Bürger können sich hier also mit jeglichen Arten von Abfall an uns wenden. Hier haben wir vor Ort Altmetall, Bauschutt, die Annahme von Schadstoffen natürlich auch, Erdtrockner, Waschmaschinen, TV-Geräte, alles, was das Herz begehrt. Ne? Alles, was die Bürger und Bürgerinnen nicht zum Wertstoffhof bringen oder bringen können, holen wir unter der Woche ab, wie zum Beispiel Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Papier. Und dann haben wir halt noch Straßenreinigung, die dann noch dazugehören. Wir vom EWD, wir reinigen die Straßen, Kreuzungsbereiche, Gehwege. Mit der großen fahren wir durch die Sackgassen, durch die Straßen. Mit der kleinen fahre ich mehr so auf die Gehwege für die Fahrradfahrer. Die Kehrmaschinen allein reichen nicht. Wir fahren meistens erst mit der Wildkrautbürste raus, um den groben Dreck rauszuarbeiten. Dann mit der Pitsche in Ecken, wo man nicht drankommt. Dann wird alles mit dem Gebläse runtergepustet, dass die Kehrmaschinen auch drankommen. Und so arbeiten wir eigentlich alle Hand in Hand zusammen. Wir haben ca. 470 Kilometer Kanalnetz in Dorsten, was unterirdisch von den äußersten Stadtteilen Lembeck und Altendorf das alles zu den verschiedenen Kläranlagen fördert. Ist schon ein riesiges Kanalnetz, was wir unterhalten müssen. Wir sind dafür zuständig, dass die Kanäle gereinigt sind, gespült werden, Inspektionen durchgeführt werden, Kleinkläranlagen zu entleeren, Sonderbauwerke zu reinigen, Regenrückhaltebecken etc., dass da das Tacho bleibt. Alles im Schuss. Egal ob Wertstoffhof, Abfallentsorgung, Straßenreinigung oder Kanalreinigung, der Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten ist für Sie da und wir halten Ihre Stadt sauber.